So, heute ist mein Ziel, dass wir endlich Strom bekommen. Und zwar Windrad, Batterie und dann Nährstoffpastespender. Das ist eigentlich unser Ziel für heute. Rimworld ist gerettet? Ja, eigentlich schon, ne? Wir haben also ein gutes Opfer. So, Yannick auch im Rimworld-Fieber. Spielt Yannick auch Rimworld, oder was? So, wo mache ich mir die Cam hin? Wo passt denn die am besten hin, Chat? Gehen wir hier rein. Das ist gut so, oder? Gut. Ist das Gegenteil von 240 Liegestützen, nicht 420 Pfannkuchen essen? Könnte auch sein, ja. Könnte auch sein. Seit wann spielst du mittwochs eigentlich Rimworld? Rimworld hat keinen festen Tag. Ich wollte es am Sonntag spielen, aber da war ich bei einem Quiz von Blesk. Und deswegen habe ich gesagt, ich spiele dann unter der Woche. Und das ist jetzt der einzige Tag, der passt. Ich spiele auch Rimworld. Spielt ihr alle Rimworld? Nee, ne? So, das hier ist unser aktueller Stand. Wir sind mit Mantle abgestürzt auf diesem Planeten, haben nach vielem Hin und Her Turi gefunden, die mit uns jetzt versucht, dieses traurige Leben umzukippen in ein schönes. Und hier draußen haben wir unsere Felder angebaut. Wir haben hier ein bisschen abgezäunt, damit die Tiere nicht abhauen. Wir wollen hier unser Windrad hinbauen. Wir haben schon ein paar Tiere. Und zwar, das seid ihr, glaube ich. Wir haben zwei Schweine und wir haben zwei Kühe und eine Babykuh. Auch Kalb genannt, glaube ich. Und wir bauen gerade innen unserem Berg aus. Aber wir sind noch so richtig im Steinzeitalter. Wir haben keinen Strom, wir haben keine Kühlung. Wir kochen über so einem Lagerfeuer. Ist alles kacke gerade eigentlich. Und in dieser Folge will ich unseren Kühlraum, der hier hinkommen soll, ausbauen. Hier einen Nährstoffpastespender hinbauen. Und das ganze Ding hier halt so richtig runterkühlen. Aber dafür brauchen wir Strom. Und deswegen forschen wir gerade an Batterien. Das ist der Stand. Kamera, please. Kamera falsch oder was? Wo kamen die Cam hin? Windrad ist das Ziel, wie gestern Nether. Okay. Ja, oben. Wollt ihr oben? Hier? Ist hier besser? Ach ja, der Insektenrun. Hey, was meint ihr mit der Insektenrun? Das ist kein Insektenrun. Wir haben in der letzten Folge haben wir das hier gesprengt und wir haben die Insektenbasis oben zerstört. Und zwar in einem Geniestreich haben wir mit Händlern hier einen Krieg provoziert. Und während alle am Fighten und verhindert waren, haben wir die Insektenkolonie zerstört. Deswegen haben wir keine Probleme mehr. Allerdings gibt es hier unten noch eine Insektenbasis mit einer Insektenkolonie. Um die kümmern wir uns irgendwann mal. Alpaka-Fleisch ist verdorben, scheiße. So, wir schauen mal rein. Wie sieht's denn aus mit Essen? Haben wir überhaupt Mahlzeiten? Hier ist eine Überlebensration. Wir müssten aber mehr kochen. Einfach Mahlzeit mal 4 kochen, ja. Haben wir hier... Warum ist denn hier die Kuh drin? Ach so, weil das offen ist. Scheiße. Ich muss hier den Zaun drumherum ziehen, damit die Tiere nicht reinkommen. Was bauen wir hier an? Ah, Heilwurzel wollten wir hier anbauen. Okay, gut. Wir schauen mal, was macht Mantle so an einem normalen Tag? Der macht die Felder ein bisschen. Er putzt. Entfernt Dreck. Ist das hier eine Heimatzone oder was? Ja, deswegen war der Dreck. Scheiße. So, bitte nicht da unten putzen, das ist die Insektenzone. Wir bleiben hier. Wir haben hinten eine Doppeltür. Die Fallen sind vielleicht fast zu wenige, oder? Wir haben nur 3 intakte Fallen. Wenn jetzt ein Angriff kommt, haben wir ein Problem. Feuer. Okay. Kann die Cam bitte kleiner? Ja, klar. Claro. Claro. So. So. Ja, müsste passen. So, dann schauen wir uns mal Turi an. So, Turi ist gut im Nahkampf, ist sehr gut im Kochen, ist okay mit Pflanzen und ist gut in Medizin, was auch sehr wichtig ist. Bei Mantle ist eher so Fernkampf super krass, insanes Aim und Bergbau super gut und sozial sogar ganz gut. Eigentlich, warte mal, Ambrosia Hain. Ja, die sind immer ganz witzig, aber wenn der weit weg ist, bringt er uns nicht viel. Nee. So, dann würde ich mal hier weiter einteilen, oder? Die beiden schlafen jetzt, ist schon mal gut. Die Räume von denen sind so halb schön. Stimmung passt eigentlich. Wir müssen uns um Essen kümmern. Hier wurde aber auch schon gekocht, okay. Ich glaube, unsere Felder sollten besser bestellt werden.
Vielleicht sollten wir... Oh, fuck, Feuer. Was ist denn hier los? Vielleicht sollten wir... das Feld hier auch zu einem Reisfeld machen. Damit wir erstmal auf jeden Fall genug Essen haben. Damit wir durchkommen. Weil die Tiere kommen hier auch rein. Das ist scheiße. Warum baut niemand diesen Zaun hier? Scheiße. Eine Gruppe Ödländer der Fraktion Vollnis-Organisation ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sofort angreifen. Aber Vorsicht, sie scheinen ungewöhnlich klug vorzugehen. Sie vermeiden Mateo, die Feuerreichweite von Geschütztürmen. Der Chat ist der beste Chat von allen. Und bemerken kleiner als drei. Einige deiner Fallen. Okay, scheiße. Reichen drei Fallen. Das ist einer. Das ist einer von euch. Da ist Twitch 876431. Wer ist das? So. Okay, wir müssen diese Tür hier offen halten. Dann mit Mantle gehen wir in den Kampfmodus, stellen uns hier rein. Und Turi ist ja Nahkämpfer. Nee, auch Fernkämpfer. Lass mal Turi hier gerade reinstellen. So, Turi steht einfach hier vorne. Turi Full Tank. Greift er unsere Tiere an? Greift er unsere Tiere an? Attackiert Stuhl aus Holz. Okay, das ist in Ordnung. So, wir schauen mal rein. So, der kommt. Ich hoffe, der löst die erste Falle aus. Hat sie ausgelöst. Stirbt in 9 Stunden. Ist stark verletzt. Also ganz körperverletzt. Wenn Mantle jetzt einen guten Shot macht, ist er tot. Ey, ich verstehe das nicht. Der ist in der Deckung voll gut und alles ist mega nice. Der hat Fernkampf, Doppelflamme 10. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, wie ein EFT. Ey. So, Turi schießt. Turi hittet. Turi hat Fernkampf auf 6. Okay, so, nächste. Nice. Alles klar, geil. GG. We made it. So, das hier können wir einsammeln. Die Keule aus Granit. Da können wir einsammeln. Und die Joints. Die müssen wir auch vielleicht verstecken oder so. Wir müssen auf jeden Fall die Fallen neu aufbauen. Okay. Ah ne, bei Turi war das ja Melee. Turi war gar nicht Fernkampf. Stimmt. Ey, Turi hat Fernkampf auf 4 nur und trifft den Pfeil. Bubatz am Lagerfeuer. Ne, es gibt kein Bubatz. Hier wird kein Bubatz geraucht. So, hier wird gekocht. Das ist gut. So, das hier will ich wegbringen. Wie haben wir denn die Arbeit eingeteilt? So, Kochen ist hier auf einer 1 bei Mantle. Aber ist Turi nicht besser im Kochen? Warum kocht nicht Turi? Turi ist doch viel besser im Kochen. Turi sollte kochen die ganze Zeit. So, Feldarbeit 4. Feldarbeit 4, da haben die beides drin. Dann machen wir mal eine 2 bei beiden rein. Und bauen sollte hier auch eine 1 sein. Dann machen wir hier eine 3 rein, hier eine 4. Hilfsarbeit 4. Jagen 2 von mir aus. Feldarbeit 1, weil das muss gemacht werden auf jeden Fall. Bergbau kann so bleiben. Waldarbeit machen wir mal 3. Schmied 4, Schneidern 4, Kunst 4, Handwerk. Wie ist ein Turi da? Auch 0. War Handwerk nicht Steine kloppen oder so? Deine Tiere können auch in die Fallen laufen. Ja, schon, aber ich kann das ja nicht einstellen. Dann müsste ich das auszäunen oder einzäunen, das will ich nicht. Die Tiere passen einfach auf. Und wenn die in die Falle laufen und nicht aufpassen, dann essen wir die. Das ist immer die beste Lösung. So. Was ist mit der Mod? Sind es die richtigen Namen aus dem Chat? Erkennt ihr euch hier im Chat? Schon, oder? Ja. Weil hier stehen so Namen dran. Und hier steht einfach nur... Ach lol, das heißt Alpaka. Ich dachte, warum heißt das einfach nur Alpaka? So, okay. Mod scheint aber zu funktionieren. Warum dürfen die Kühe rein? Verstehe ich nicht. Na gut. So, Turi kocht, das ist sehr, sehr gut. So, wir haben 4 Mahlzeiten, das ist grandios.
Hier wurde sogar geerntet. Wir könnten es auch reinholen, aber es ist nicht so wichtig, dass es reingeholt wird aktuell. Das hier könnte abgebaut werden. Tierkrankheit, Grippe, das ist sehr schlecht. Joghurtmann und der echte Spezi haben eine Grippe. Puri ist eine Top-Ärztin. Wir behandeln jetzt. Wo ist Joghurtmann? Ja, wo ist der echte Spezi? Hier. Wir haben halt leider keine Medizin, ne? So, es wurde behandelt. Die Behandlungsqualität 42%. Das ist sehr gut dafür, dass wir keine Medizin haben. Sogar top, würde ich sagen. Also es sollte keine Gefahr sein. Ich glaube, die sollten überleben. Was haben wir hier? Hier ist sogar... Oh, hier ist eine Schwangerschaft. Der echte Spezi ist schwanger. Und hier ist die Behandlungsqualität nur 7,4%. Ah, sieht aber trotzdem gut aus von den Prozenten, oder? Immunität ist schon bei 8%. Grippe ist gerade bei 7. Könnte sich noch ausgehen. Der Raider hatte gute Medizin dabei. Ja, aber verbrauche ich jetzt die gute Medizin für unsere Kühe? I don't think so. Dann bringen wir die Leiche hier weg. Die müsste hier hingebracht werden. Perfekt. Okay, gut. Ja, nein. So. Wir könnten hier eine kleine Lagerzone für Essen machen. Genau, Turi soll forschen, weil wir wollen an Batterien kommen. Für Batterien brauchen wir Stahl und wir brauchen hier diese Bauteile. Wir haben 10 Bauteile. Das müsste reichen, um das hier zu bauen. Wir müssen mal gucken, wie wir die Kabel dann legen. Wäre cool, wenn wir ein Kabel direkt in die Wand legen könnten. Hier ist noch sehr viel Stahl, den können wir später dann rausholen. Aber derzeit sieht es ganz gut aus. Essen ist hier in Ordnung. Die Base könnte ein bisschen sauberer sein. Obwohl, das ist Dreck, ne? Haben wir jemanden, der dediziert putzt? Reinigen macht Mäntel, deswegen wird es nicht gemacht. Ich verstehe. Ah, der macht die Felder. Es ist aber wichtig, dass wir die Felder immer anbauen, damit wir immer Essen haben. Das ist schon gut. Also die Prio ist hier richtig, glaube ich. Erst essen, dann sauber machen. Schlafplätze müssen überdacht sein. Wieso? Bauen wir bitte einen Stall für die Tiere. Was passiert denn, wenn die nicht überdacht sind? Nee, erst essen, dann kiffen. Ach so. Was, hat er geraucht? Hat er sich einen Bubatz reingedrückt oder was? Ja, der ist high. Alter, ich bin total high. Ara, ara. Hey. Scheiße. So, was macht er jetzt? Ja, erstmal was essen, genau. Erstmal schön einen reindübeln, dann was futtern. Klar, alles klar. So, dann hier schön die Tiere füttern mit unserem guten Essen. Genau. Dann hier. Mäntel kicherte. Was stand da? Er ist ja wirklich total high. Mäntel kicherte über die Lernfähigkeit von Turi. Ja, okay, aber das ist real. Das hätte ich auch gemacht. So. Okay. Okay, so, dann bauen wir hier Pflanzen an. Dann wird der Raum schöner. Das gefällt mir auch. Wir können später noch die Wände glatt machen. Die Glände watt machen, genau. Holz haben wir hier genug. Er putzt sogar. Alter, ist ein Putzteufel. Wenn Mäntel heiß, will der putzen. Das ist ja mega nice. Der putzt die ganze Base. Währenddessen arbeitet Turi hier und bringt unsere Forschung voran. Jetzt sind Batterien fertig, glaube ich, gleich. So, was machen wir nach den Batterien? Geil. Wir haben jetzt Batterien erforscht. Was ist das Nächste, was wir brauchen, Chat? Was ist wichtig? Xenogenetik. Geothermie? Wir könnten Geothermie machen. Weil Geothermie haben wir unten ja den Reaktor stehen, ne? Drogen? Nee. Psychite. Schmieden. Alk. Schmieden. Mit Schmieden kommen wir auf Maschinenbau und auf Schusswaffen.
Okay, dann machen wir erstmal Schmieden. Erstmal Schmieden, ihr habt recht, ist gut. Okay. Was ist Todesschlaf? Kenne ich nicht. Wo ist das? Klingt wie eine Droge. Naja, wir schauen mal. Okay, so. Essen wurde hergestellt und wird auch wieder gekocht. Mantel schläft währenddessen schon mal. So, nächste Forschung ist eingestellt. Die Fallen wurden aufgebaut. Ich glaube, wir sollten den Fallengang langsam schon erweitern. Das heißt, wir bauen hier... Was mache ich denn das jetzt? Oh, wie führen wir das jetzt hier rum? Eigentlich wäre es geil, wenn der Fallengang so hier rumgeht. Oder wir können den ja hier runterführen und dann nach unten. Das finde ich gut. Okay, das bedeutet hier Holz. Dann geht es hier runter. Mit der Tür hier. Hier muss eine Tür hin. Das heißt, hier nicht und hier nicht. Da muss, glaube ich, auch eine Tür hin. So, dann drei voll, dann laufen hier, dann kommt hier wieder eine Tür. Dann hier, dann kann man hier rumlaufen und hier, das heißt, wie machen wir das denn? Ich muss das hier, glaube ich, abreißen. So, dann hier, dann, wenn hier theoretisch eine Falle ist und da auch, müsste hier eine Tür hin, oder? Ich muss gerade mal ganz kurz mal checken, wie die Logik hier ist. So, Falle, 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 Falle. Da darf keine Falle hin, weil sonst kommt man nicht mehr in die Base rein. Oder wir bauen einen anderen Eingang für die Base. Wir bauen, das ist nur der Fallengang. Und der normale Eingang in die Base ist irgendwo hier. Das wäre, glaube ich, smarter sogar, oder? Das heißt, wir bauen hier eine Falle, dann die nächste hier. Hier und hier. So, das sollte reichen erstmal. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Also, um die hier... genau, die beiden können. So, dann brauchen wir definitiv hier eine Tür. Dann die zwei. Warte mal. Fuck, ich bin verwirrt. Und dann einfach wieder drei, ne? So, soweit sollte es passen. Und dann bauen wir hier... Vielleicht sollten wir hier sogar Granittüren bauen. Aber Granittüren sind sehr langsam, ne? Platz für den Geysir später. Ja, aber das sollte reichen. Kann er noch gar nicht bauen. Aber der Geysir ist, glaube ich, so groß, oder? Der geht dann bis hier zur Wand. Dann wäre das genau abschließend, oder? Tür nach rechts versetzen, dann passt es. Die Tür nach rechts versetzen? Die Tür? Nee, dann kommt man ja nur hier hin. So passt das ja auch. Warte mal. Genau, das kann von hier unten gemacht werden, okay. Esel schließt sich an. Wir bekommen einen Esel. Schaut mal. Pitipuk. Karlsens verlorene Überlebende. Karlsen und ein anderer verzweifelter Flüchtling nähern sich. Sie behaupten, ein gewaltiger Blitzsturm habe ihre Heimat niedergebrannt. Karlsen bittet dich um Erlaubnis, 12 Tage lang in Duisburg bleiben zu dürfen, um sich auszuruhen und neu zu gruppieren. Im Gegenzug bietet sie an, während dieser Zeit kostenlos zu arbeiten und zu kämpfen. Wenn du sie zufriedenstellst, bleibt sie, bla bla bla. Wollen wir nehmen, ja oder nein? Was sagt ihr? Karlsen in die Kolonie aufnehmen oder eher nicht? Ich finde es gut, aber eine Arbeitskraft und es sind nur 12 Tage. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen... Ja, okay, nehmen wir auf. Okay, annehmen. So, Flüchtling eingetroffen. Zeig mal her. Das ist Karlsen. Und noch jemand. Bisschen haarig, oder? Fähigkeiten. Tierischer Schlachtruf. Okay. Tiere, Doppelflamme 9. Junger Spion. Merkmale, hübsch, Drogenfaszination, blutrünstig, mental abgestumpft, verweigert Pflanzen. Okay. Und hier, Merkmale, C, Körpermodifizierer, Psychopath, verweigert, Intellekt, Kunst und Kochen. Okay. Ja, dann müssen wir, glaube ich, für die erstmal
Quartiere einrichten. Könnten die zu zweit in einem Raum schlafen? Ich denke schon, ne? Das heißt, wir bauen zwei Betten für die. Dann machen wir das irgendwie so. So und so. Dann brauchen wir eine Fackel. Die bauen wir hier an den Eingang. Wir können denen auch einen Nachttisch geben. Party gibt's, geil. So, wo ist die Party? Hier. Kommt aber niemand. Das sind Partys nach meinem Geschmack. Kommt aber niemand hin. Hat er geklaut? Ich hab nichts geklaut. Wir müssen, glaube ich, mehr kochen jetzt, weil wir doppelt so viele Leute sind und wir haben kein Essen. Wo ist denn unser Essen? Hä? Wo ist denn der ganze Reis, den wir hatten? Haben die Tiere den gesnackt? Hier wurde aber doch zugebaut. Haben die Tiere den gesnackt, oder was? Fuck. Wir haben nur eine Mahlzeit für vier Leute. Mäntel erzählte Turi einen Witz über das Zähmen von Finken. Carlsen diskutierte mit... Scheiße, steht drüber. Arcosa und Turi reden über Entertainment. Okay, wir verhungern jetzt. Der Esel war's. Fuck it. Okay, wie mache ich das jetzt? Wie kommen wir an Essen? Es dauert noch mega lange, bis es ausgewachsen ist. Wir müssen wieder Beeren sammeln. Wir ernten. Holen die die. Wir könnten einen von den neuen... Beeren sammeln ist, glaube ich... Ist es Waldarbeit oder ist es Ernten? Die können das nicht. Deaktiviert durch vorgestiegen junger Spion. Okay, Arcosa könnte es aber. So, oder ist es Feldarbeit? Tiere sind eingesperrt links. Ah, lol. Sind sie wirklich? Ja, das müssten wir abbauen. Nicht nur das, sondern auch hier. Hallo? So, jetzt können die raus. Nice. Okay, super. Dann. Eigentlich sollte das hier der Batterieraum werden. Dann machen wir das jetzt zum Batterieraum, oder? Dann bauen wir erstmal eine Batterie hier hin. Beziehungsweise. Ich sollte mir das hier erstmal erweitern. Okay. Wie sieht es mit Essen jetzt aus? So, die holen hier Beeren. Okay, okay. Batterie neben der Kühlung. Okay, okay. Ja, aber warum ist Batterie neben der Kühlung schlecht? Batterie neben der Kühlung eine schlechte Idee oder was? Was soll passieren? Was soll passieren? Verstehe ich nicht. Was soll passieren? Nix. Machen hier aber so einen Batteriewartungsgang rein. So, drei Stück machen wir nebeneinander. Wir brauchen erstmal nur zwei wahrscheinlich. So. Wärme, Hitze, Explosion. Aber warum... Dann ist doch gut, wenn daneben eine Kühlung ist, damit es schon mal gekühlt wird. Wenn die beschädigt werden. Ja, was ist denn das Problem? Ist doch besser, etwas Kaltes neben der Batterie zu haben, als etwas Heißes, oder? Ich glaube, das ist sehr gut sogar. So, dann können wir das hier mal bauen. Hallo Matteo, ich hoffe, es geht dir gut. Danke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Moin, Chef. Bin fertig mit den Liegestützen. Gibt's einen Nachschlag? Schrecklicher Sven. Richtig geil, dass du es gemacht hast. Danke dir. Gut, kein Nachschlag. Reicht für heute. Kannst dich ausruhen. Entspann dich. Nimm dir ein Getränk. Entspann ein bisschen mit RimWorld. Alles gut. Matteo, keine Angst vor Insekten. Nee. Nee. So, okay. Die schlafen auf dem Boden so lange. Warum wurden die Betten nicht gebaut? Weil ich es nicht in Auftrag gegeben habe. Das ist natürlich Fail, ne? Maximaler Fail. Ist jemand von denen gut im Bauen? Arcosa ist saugut im Bauen. So, Arcosa, wach mal auf. Hä, wo haben wir das ganze Holz denn verbraucht? Für das hier, oder was? Okay, wir müssen mal... Befehle, Holzhackus.
So. Dann, wer könnte mal Holz hacken? Holz hacken ist Waldarbeit. Mäntel, aber den will ich nicht. Oh, Rakosa auch, oder was? Obwohl, der ist ja auf einer 1. Sag mal, dieser Carlsen, der macht gar nichts, oder? Stellen die mal ganz kurz ein. So, Feuerwehr und Patient auf eine 1. Bettruhe bei beiden auf eine 1. Transport plus. Wenn du auf 2 setzen. So, und jetzt schauen wir mal rein. Übersinnliches Brummen, weiblich. Scheiße, das ist schlecht. Schlecht. Okay, die Frauen in unserer Kolonie sind jetzt gerade schlecht gelaunt. So, können wir aber. Könnte das hier gebaut. Da wurde schon abgeholzt, ne? Dann machen wir es so. Rakosa holzt ab. Was hier? Müssen. Und dann soll Mäntel das bauen. Weil die brauchen Betten für heute. Die brauchen Betten für heute. Matteo weiß eigentlich, wie er das Spiel easy durchspielen könnte, weigert sich aber aktiv dieses Wissen zu nutzen. Ey, was? Soll ich keinen Strom bauen oder was? Was meinst du, Brainless? Soll ich nicht Strom oder was? Also was mache ich gerade falsch? Joghurtmann haut ab. Er ist wieder zurückgeholt worden. So. Okay, Betten wurden schon mal angelegt. Warum werden die nicht fertig gebaut? Weil wir nicht genug Holz haben, ne? Nur noch 12 Holz. Ich brauche mehr Holz. Hier, Rakosa, hör mal auf. Bau mal ab. Geht nur kurz Joghurt holen, ja. Die laufen durch die letzte Falle. Shit! Menschenjagendes Rudel. Menschenjagende Affen. 2. Sir Scumbag, Mac Pleblord und Mac Mallow greifen uns an. Scheiße. Okay, wir müssen mit allen in die Base. So, wir gehen mit Mäntel hier hin. Die Türen hier sind offen, das ist schlecht. Wir gehen mit Turi hier hin. Wir müssten hier mehr Türen reinbauen. Ach, warte mal. Ah, die kommen doch rein. Ich dachte, die können nicht rein wegen dem Zaun. Die eine Affe ist tot. Das ist unser Mittagessen. Das ist unser Abendessen. Geil. Okay, nice. Machen die jetzt fertig? Nee, haben sie nicht geschafft irgendwie. So, den hier snacken wir weg. Und den hier kommt auf den Kompost. Okay. Affenragu gibt es heute, ja. Kein Lagerplatz, für was denn? Ah, für den toten Affen. Wir dürfen hier keine vergammelten Tiere hin, oder was? Erlaube Verrottendes, ja. Leichen, ja. Tierleichen, ja. Frisches, scheiße. Heißt, frische Leichen könnten hier auch reingemacht werden, ne? Heißt, die Prio sollte hier niedrig sein, damit die anderen Tierleichen hier gelagert werden. Einer hat Handwerk, er könnte Kleidung herstellen. Ja, aber um Kleidung herzustellen, brauchen wir ja Leder, oder? Und hier 58, hier 11, hier 21. Wir könnten so ein bisschen Sachen herstellen, ja. Nee, neue Zone. Ja, wir könnten eine neue Fleischzone machen. Wir werden eh nicht so viel jagen, glaube ich. Was ich jetzt fertig kriegen will, ist das hier, damit wir mal Strom generieren können. Todesfalle am Eingang. So, zeig mal her. Todesfalle am Eingang. Ah. Entschuldigung. Magnum Classic, danke dir. Bowen, danke schön. Furious, danke dir. Last Blue Fish, danke schön. Wim C, danke schön. Und The Real Washout, danke schön. Danke, Chat. Danke. So, wir machen einfach einen anderen Eingang. Wir bauen uns einfach einen anderen Eingang in die Base. Und das hier lassen wir dann als Falleingang komplett. Das heißt, wir nehmen hier eine Tür. Aber lass mal wirklich Dingstüren nehmen. Einfach hier, oder? Hier und hier. Aber sobald Mäntel aufwacht. Oder das hier mal machen.
schlafen schon wieder die zweite Nacht auf dem Boden. Die werden auf jeden Fall nicht bleiben. Die werden nicht bleiben, das weiß ich jetzt schon. Was ist mit den Betten? Ja, I know. I know. Aus Feuer. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Feuer entzündete Blockbuster und grillte seinen Rumpf. Ein Feuer entzündete Blockbuster. Ist ein Blitz in den eingeschlagen, oder was? Aber und dann ist der Zaun explodiert. Was ist denn hier los? Verarschen die uns, oder was? Was für ein Scam. So. Überlebt Blockbuster das überhaupt? Verbrennung behandelt. Qualität 0,9%. 0,9%. Feinde würden jetzt durch die zwei Türen gehen, statt durch die Fallen. Nee, das stimmt nicht. Feinde wählen immer den geringsten Türwiderstand. Das heißt, weil die Tür hier offen ist, werden die Feinde hier durchgehen. Sonst wären die auch schon längst hier oben reingekommen. Da ist ja nur eine Tür sogar. Sonneneruption. Eine Sonneneruption hat begonnen. Die intensive Strahlung wird alle elektrischen Geräte außer Kraft setzen. Sie sollten in etwa einem Tag vorbei sein. Okay, alles klar. Wir haben noch nicht so viele. Also wir haben hier zwei Batterien, aber die laufen noch nicht. So. Ein Lagerplatz. Ah, weil das hier voll ist. Damit. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist das, Chat? Was sind das so? Sind das so Gammelwolken oder was? Ist es so Fäulnisgas oder was ist das? Rot. Stank. Okay. Okay, gut. So, das hier wurde schon angebaut. Sehr gut. Die Betten aber noch nicht. Wir haben aber schon genug Holz. Was macht Mantle denn gerade? Ah, der trägt die weg. Aber ich will erstmal, dass er die Betten baut. Das ist wichtiger. Giftgas. Das macht krank beim Durchlaufen. Ah, okay. Was genau passiert in diesem Spiel? Schaue seit ein paar Minuten zu. Ist es ein Aufbauspiel, ein Simulator? Ja, genau. Es ist im Prinzip schon eine Aufbau-Survival-Simulation. Wir sind mit Mantle auf diesem Planeten hier abgestürzt, komplett nackt. Wir müssen eine Kolonie bauen, beziehungsweise wir müssen einfach nur überleben. Dazu bauen wir uns eine eigene Kolonie, versuchen uns gegen alles zur Wehr zu setzen, was uns umbringen will, sammeln Essen und forschen. Und unser Ziel ist es, am Ende so weit zu forschen, dass wir unser eigenes Raumschiff bauen können, um den Planeten zu verlassen. Und das versuche ich seit inzwischen über 6 Jahren, hab's noch nie geschafft. That's it. Wie viel Prozent spielst du? Was ist damit gemeint? Wie viel ich hier selber mache, oder was? Also, man kann das so grob einteilen. Es gibt so Management-System, ist so ein bisschen passiv. Also man kann einfach einstellen, was sie machen sollen. Man kann aber denen auch aktiv sagen, ey, bitte mach mal das und das. Das geht beides. Ach so, das meinst du. Schwierigkeit, 100. Das war kein Troll, ich hab's noch nicht gerafft. Wir spielen 100% diesmal. Wir haben sonst immer 500% gespielt, aber bin ich gestorben. Ja, aber ich verpeilt, sorry. So, die beiden schlafen hier schon mal geil. Das ist ein geiles Zimmer, oder? Wenn hier die Wände noch glatt wären, wäre das ein 1A-Zimmer. Sehr beautiful. So. Damals hatten wir mal so einen großen Schlafsaal, ne? Warum wird denn das hier nicht gebaut? Können wir bitte mal dieses Windrad bauen? Warum sind die hier eingesperrt? Ah, weil es offen ist noch. Dammit. Können wir das bauen? Das ist das Spiel, das sich am meisten lohnt. Ewiger Spielspaß. Ist schon so ein bisschen, oder?
RimWorld ist so ein Game, also das gibt, glaube ich, am meisten Wiederspielwert für sein Geld. Großer Schlafsaal ist OP, ja, das stimmt. Du hast keinen Stahl. Ah, Stahl ist das Problem. Ja, da müssen wir Stahl hier abbauen. Okay. Eigentlich müsste ich das hier auch abbauen. Dann ziehen wir hier einfach neue Wände rein, würde ich sagen. Wenn ich im Knast wäre, würde ich nur RimWorld zocken. Wenn mir das da erlaubt wäre, ja. Leichen bei den Steinbrocken jetzt. Hä? Was soll das denn? Erlaube große Leichen. Was ist denn das hier? Okay, keine Leichen. Keine Leichen, please. Obwohl, aber dieser Rot kommt nur aus frischen Leichen, ne? Diese. Aber die wollen wir trotzdem nicht hier drin haben in der Base. Die sehen scheiße aus. Da Farmer, danke dir. Knopfbob, danke schön. Magnum Classic, danke schön. Danke für eure Subs, Leute. Die One hab ich vorgelesen, oder? Und Metzen, danke dir. Hallo und tschüss, hab den zweiten Teil auf YouTube noch nicht gesehen, Bonnie, man muss los. Ja. So, warum? 60 mal verklickt, helf mir doch mal wer. Scheiße. Carlsen und Mäntel diskutierten über schöne Menschen. Mäntel und Carlsen unterhielten sich über Frühstücksflocken. Turi versuchte Mäntel zu rammen, aber verriss. Mäntel haute Turis rechten Arm. Turi verfehlte Mäntel mit ihrer linken Faust. Turi, die ihre rechte Faust amateurhaft benutzte, rammte Mäntels linkes Bein. Mäntel versuchte Turi zu rammen, aber strauchelte. Turi verfehlte bei dem Versuch, Mäntel zu hauen. Mäntel benutzte seine linke Faust, um Turi zu schlagen, und verwundete dabei ihren linken Arm. Turi, die ihre rechte Faust unerfahren benutzte, quetschte Mäntels linke Schulter. Mäntel, der seine rechte Faust tüchtig benutzte, prügelte schmerzhaft Turis rechten Arm. Turi prügelte Mäntels rechtes Bein. Mäntel versuchte Turi tüchtig zu quetschen, aber verriss. Turi schlug Mäntels linkes Bein. Ah, aber der Auslöser war... Der Auslöser war, Turi verglich Mäntel mit einem Chinchilla. Das brachte Mäntel so sehr in Rage, dass er eine Prügelei begann. Das heißt, Turi ist schuld. Unterernährung, scheiße, wir verhungern. Oh mein Gott, wir verhungern gerade, Chat. Verhungern gerade. Können wir ein Nashorn jagen? Wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich im 28 Monate bin. Danke, danke schön. Willst du die Tiere nicht aus Haus und Fallengang aussperren? Dann müsste ich den Zaun hier anders ziehen. Müsste ich den Zaun so ziehen, dass er hier nicht reingeht. Ah, ja. Mann, wir müssen erstmal das Essensproblem lösen. Wir brauchen jetzt so ein Wildschwein oder so. Oder einen Elefanten. Können wir einen Elefanten erlegen? Oder gibt es eine Katastrophe, ne? Wenn wir jetzt einen Elefanten jagen, dann rasten die alle aus und dann werden wir zerstört. 33 Monate RimWorld-Abo-Falle. I like you. So. Sollen wir unsere Tiere schlachten? Wen essen wir? Larry? Oder Jerry Lehner? Raketen-Josef? Der echte Spezi? Der war doch schwanger, oder? Das wäre im Prinzip wie ein gefüllter Braten. Wen essen wir? Blockbuster. Scheiße, Mann. Ich will nicht unsere Tiere essen. Ich will... reingelegt. Was bin ich sehend? Ja,
Ja. Ein 1,50 Meter breites Chinchilla-Spiel Trimworld. Ja. Bomber Herz. War das Turi? Nein. Dankeschön. So, wen essen wir jetzt? Ich will nicht unsere Tiere essen. Elefant? Oh! Ich kann nicht nachdenken. Mein Gehirn ist Matschebrei. Den Esel? Der Affe ist noch gut. Wo liegt der denn? Ey, wir haben Affen noch schon. Den guten haben wir schon gegessen. Ey, Elefant ist zu risky. Ratte ist zu wenig. Was ist denn hier? Wie weit sind die gewachsen? Bereit zum Ernten? Ja, dann ernten wir die jetzt. Scheiß drauf. Wir wecken jetzt Carlsen. Oh, ne, der hier. Hallo, ich schmecke scheußlich. Scheußlich. So. Ist jetzt alles fehlgeschlagen oder was? Hier ist ein bisschen was. Hier auch. Wie viel ist das hier gewachsen? Noch nicht genug. Er ist trotzdem zu wenig. Ey, wir müssen was jagen. Bong. Oh, hier Lamas. Okay, wie wär's, wenn wir die jagen? Wir machen mal alle, die eine Waffe haben. Mal kurz mal jagen auf eine 1. Mental jagen auf eine 1, Tour jagen auf eine 1, Kochen 2. Mental ist halt noch verletzt. Was machen die denn? Ah, wird behandelt, okay. Super D-Chef immer was, wenn wir jagen, geht alles vor die Hunde. Geht die Basis vor die Hunde. Die schlafen jetzt erstmal. Hey, dammit. Also wir müssen vielleicht wirklich. Wie weit ist denn das hier gewachsen? Das ist ja schon 95%. Vielleicht schaffen wir es auch, dass es auswächst, weil es geht schnell. Ja. Du musst endlich die Tiere innerhalb deiner Basis rausbringen. Die essen alles, was in deinem Lager liegt. Okay, dann machen wir jetzt den Zaun hier, so hier weg, so und dann so und dann reißen wir diese Betten hier ab, weil erstmal neu setzen. Die sollen jetzt hier unten schlafen, einfach. So. So, und dann, wenn das hier zu ist, dann kommen die nicht mehr in die Base rein, was schon mal, ist schon smart, stimmt schon. Ich habe nur 95% allen Essens gegessen. Scheiße, Mann. So, alright. So, dann nehmen wir diese Base jetzt hier, das Lager hier. Erweitern das noch mal ein bisschen. Später wollen wir richtige Lagerräume haben, die dann nur Lager sind und nicht einfach so mittendrin sind. Das Dach fehlt, das können wir gleich auch noch dran setzen. So, wir brauchen sogar noch mehr Betten. Wie viele Tiere sind denn das inzwischen? Das ist ja eine Armee. Wir mehren sie aber auch hier, wie die. So, da ist Raketen-Josef. So, wann können die Felder geerntet werden? Bereit zum Ernten, geil. Und das ist fast auch ready. Das heißt, wir müssen aber den Plan umsetzen. Ich hoffe, die jagen jetzt nicht. Nee, Turi auch nicht. Ich mach Jagen jetzt wieder raus. Scheiß auf Jagen. So, wir brauchen jetzt Feldarbeit, ganz dringend. So, Turi wäre bitte auf einer 4, da machen wir auch eine 1 rein. Und Turi muss auch wieder Kochen auf eine 1 haben. Das ist ganz wichtig. So. Okay, so, Holz wieder reingeholt. Alright. So, haben wir dann genug Metall dafür? Nein. Da fehlt auch noch mehr, ne? Stahl haben wir gar keinen mehr. Aber erstmal Essen, bitte.
Bitte essen. Kann das jemand abbauen, bitte? Bitte. Mäntel, wach auf, bitte. Bitte. Ernten. Ist es ja alles 100%? Das gesamte Feld ist fertig, oder? Nee, gar nicht. Kann ich hier ernten drücken? Ah, hier. Kann ich es ziehen? Habe ich es jetzt richtig gemacht? Macht er das richtig oder nicht? Wutanfall Rakosa. Sie wird wahllos auf Möbel, Gegenstände und Strukturen einschlagen. Okay, das ist aber in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Wo liegt ein Turi? Achso, im Bett. Ich dachte, sie ist ohnmächtig. Mann, kann Mäntel jetzt da bitte aufwachen? Mäntel, wach doch auf jetzt! Bitte! Warum ist Turi komplett outknocked? Guck mal, stirbt Turi? Nee. Oh oh. Unterernährung extrem. Unterernährung mittel. Okay. Okay, cool bleiben. Wir stabilisieren jetzt mal. Wer macht Karibik? Turi verhungert. Ja, wir geben Turi jetzt einfach. Denkt daran. Twitch Prime ist mehr kostenfrei und ihr unterstützt das hier gezeigte Chinchilla Bonnie Herz. So. Okay, wir müssen jetzt. Okay, jetzt bitte entspannt euch. Wir müssen jetzt. Dies ist mein 9. Monat hier. Ich nenne das Baby Mini Mimikry. Oder kommt mein dicker Bauch nur von der Green Forest Wurst? Es wäre beides okay. Danke. Also, wir müssen jetzt wahrscheinlich ein Tier opfern. Oder Reis. Okay, Reis. Wir wecken jetzt Mäntel. Gebiet. Let's go. So. Will er füttern oder was? Ne, konsumiert. Bevor wir jetzt irgendwas machen. Du lässt Turi nur verhungern, damit du am nächsten Beef nicht verlierst. So. Essen ist drin. Erstmal ein Joint rauchen. Okay, Turi wurde gefüttert. Erstmal ein Dübel reinpfeifen. Sehr gut. Okay, ist alles in Ordnung. Wir haben eine neue Quest, die schaue ich mir jetzt noch nicht an. So, okay. Trotzdem müssen wir jetzt hier die Felder abbauen. Hier ist Essen. Kocht er jetzt oder? Er isst es einfach, ne? Ja, weil Turi nicht kocht. Turi, könntest du mal aufwachen? Könntest du mal aufwachen? Ah, kann Mäntel kochen irgendwie in der Zeit. Bongs. Dass Turi sich mal gefangen hat. Aber bitte den Reis vorher waschen. Das ist auch scheiße. Was hat denn der hier? Kochen 4. Der könnte kochen. Carlsen kann kochen. Geh, Carlsen. Der Reis muss vorher gewaschen werden. Ne? Ist ja wieder hier nicht abgebaut, Mann. Die drehen uns hier alle durch, Chat. So, wir ernten jetzt das Gebiet, sonst geht's nicht mehr. So. Ernte verbockt. Okay, er bisher. Okay, einmal hat er geerntet. Okay, immerhin. Ja, hol das und koch bitte. Die Tiere müssen hier raus. Ja, die holen. Ja, jetzt wird reingekocht. Jetzt wird hier reingekocht. Let's go. Nicht essen, kochen! So, hier sind 4 Mahlzeiten. Wir brauchen mehr Stühle. Ah, Hilfe! Hilfe! Wir werden geratet! Oh. Wir wurden von Timid geredet. Timid, vielen Dank für deinen Raid. Ich drehe hier noch durch, ey. Vielen Dank. Lebensmittelvergiftung Income. Ja, Timid, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Liebe Grüße
Hoffe, ihr habt richtig geil abgewallot. Es gab wahrscheinlich Wallo, ne? So, wir versuchen hier gerade auf diesem Planeten zu überleben. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann. Weiß es nicht. Rainbow und Wallo. Oh, Rainbow Six? Geil. Richtig geil. Niemand baut? Ja, niemand baut gerade. Wir müssen aber erstmal das Essen reinholen. Essen ist wichtiger. Und die Tiere müssen hier raus. Und was ist denn das hier? Warum ist hier ein Loch im Zaun? Wir machen das Loch mal zu. Warum ist hier auch ein Loch drin? Wer hat denn das gemacht? So, wir bauen hier zu. Hier ist eine Tür. Okay. So, dann, wenn wir das zu haben, sind die Tiere zumindest raus aus unserer Kolonie. Ja. Okay, so, dann haben wir hier genug Essen vorerst. So, das hier kann eingesammelt werden. Wir haben 4 Mahlzeiten. Wir sind 4 Leute. Wir sollten mehr als 4 Mahlzeiten kochen. Aufgabe. Koche. Das ist aber 5x4, oder? Chat. Das ist doch jetzt 5x4, oder? Oder sind das 5? Drin sollte mal sauber gemacht werden. Ja, schon. Oh, wir könnten. Guck mal, der eine, der macht doch die ganze Zeit nichts, oder? Carlsen, der ist doch die ganze Zeit eigentlich nur am Eideln. Machen wir mal Kochen raus, weil das kann Turia wieder machen. Und Carlsen soll nur reinigen. Das ist jetzt Carlsens kompletter Job. Er schläft jetzt erstmal. Mais mit Reis kochen, ja. Okay. Ja, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Kriegen es hin, okay. Was ist der Plan bei Insekten außer sterben? Der Plan bei Insekten ist... Hi, Matteo, kleiner sterben. Als 3. 5x der Auftrag, also insgesamt 20, okay. Ist aber auch nicht schlecht, wenn wir 20 Mahlzeiten haben. Dann haben wir zumindest viel Essen. Und das wird genug gekocht. Obwohl, da sind jetzt gerade echt nur 5, ne? Oh, guck mal, wie der abputzt. Carlsen, geiler Typ. Boah, ich würde mir gerne noch einen Tee machen, ey. Oh, lecker. Was ist eigentlich aus den schon vorhandenen Insektenkolonien geworden? Die im Norden konnten wir zerstören, in der letzten Folge. Die im Süden ist noch da. Brauchst die Power, ja. Ich mach mir da nochmal einen Tee, glaube ich. Was ist denn das für ein Tee? Das hier ist Power Tea von Teekanne. Ich trinke heute Berry. Da ist Koffein drin, das macht mich wach und der Tee schmeckt gut. Ich liebe Tee. Mh, lecker. Hashtag Werbung. So, der Bonjolin kommt morgen. Stellt morgen. Warum putzt er draußen? Naja, weil draußen mit dazugehört. So, Turi forscht inzwischen. Also, warte mal. Wir können unser gesamtes Essensproblem übrigens lösen, wenn wir den Nährstoffpastespender mal irgendwann hier reinbekommen, ne? Nehmen wir Mäntel ganz kurz und sagen, bitte bauen Sie den Stahl hier ab. Also, sobald wir den Stahl haben, können wir unser Windrad bauen. Das connecten wir dann mit unseren Batterien. Dann laden schon mal die Batterien auf. Also wir gehen mal hier auf Strom. Legen eine Stromleitung. Die Stromleitung. Was ist der straightest way? The most straight line. Er kann auch nicht so ganz straight gehen, ne? Ganz straight, aber ist halb straight. So, okay, die schlafen, das ist schon mal gut. Stahl haben wir hier 9. Wir haben 75 Stahl. Damit könnte man das hier nicht zu Ende bauen. Wir müssen sogar echt noch mehr abbauen. Keine Symmetrie. Doch, totale Symmetrie. Supersymmetrie. Okay. Wie folgt man den Kolonisten? Das ist eine Mod. Ich glaube, die heißt sogar Follow Me oder so. Dann machen wir einfach so. Mittlere Mausrad drücken und dann auf den Kolonisten, dann kann man dem folgen. Ja. Carlsen putzt. So, okay. Holz haben wir auch nicht genug. 2 Mahlzeiten haben wir noch. Eine wird gegessen von Carlsen. Toll. Turi forscht noch. Warum baut Mäntel nicht? Ah, Mäntel baut den Fallengang. Aber da ist doch gar nicht Prio jetzt gerade drauf. Wir sollten, glaube ich... Mäntel, hör auf zu... Was macht der? Ach, der baut das hier noch. Ah... Okay, scheiß drauf. Wir sagen Mäntel, er soll erstmal das hier abbauen. Weil wir brauchen den Stahl. So.
So, let's go. Ist auch super gut in Bergbau. 42 kommt da raus. Wow. Ist ja mega viel. Nice. Löcher im Zaun. Wo sind Löcher? Ja, hier noch, ne? Wir haben gerade. Wir haben genug Holz. Kann das jemand anderes bauen als Mäntel? Bauen. Rakosa. Komm, Rakosa. Bau mal. Genau. Hier wird gebaut. Warte mal, der baut sich gerade ein. Jetzt muss er durch eine Falle laufen, wenn die fertig wird, ne? Dann mache Mäntel das Reinigen aus. Stimmt's. Okay, er ist durchgekommen. Sehr gut. Also hier müsste auch eine Tür rein. So, das sieht gut aus. So, wird jetzt unser Windrad. Unser Windrad wird gebaut. Danke, Jesus. Unser Windrad ist fertig in 3, 2, 1. Bumm, es steht. Und es dreht sich fucking langsam. Wieso? Lockt das irgendwas? Nee, ne? Pflanzen entfernen. Auto entfernen. Locken diese Dinger hier? Einfach nur wenig Wind. Ach so, okay. So, Stromkabel wird fast fertig gebaut. Wenn das hier gelegt wurde, sammeln wir mit dem Windrad Strom und speichern den in den Batterien. Dann das nächste, was wir bauen werden, ist ein Nährstoffpastespender. Hier. So, den bauen wir so hin. Und dann bauen wir daran Trichter, in die wir einfach Essen reinfüllen. So, das sollte erstmal reichen. Und dann nehmen wir das hier als Lagerraum als nächstes. Dann wird da drin alles gelagert. Tierleichen, Tiernahrung, Polarlicht. Geil. So, aber bitte erstmal Strom. Hallo? Der ganze Strom läuft ins Leere. Was ist denn das hier? Ah, ist jetzt hier das Feld eingeengt oder was? Ja, na gut. So, können wir bitte erstmal den Strom bauen? Komm, Mäntel, do it. Do it. Kühlung noch? Kühlung kommt später, ja. Klimaanlage brauchen wir erst, wenn wir... Wait, der baut das komplett ab? Lol. Das ist ja saudumm. Ich dachte, der baut das in den Stein rein. Fuck. Haben wir noch Schiefersteine? Nein, nur 5 Stück. Jemand muss mal Schiefersteine kloppen. Ich frage jedes Mal und ich kann es mir nicht merken. Was ist das hier für eine Tätigkeit? Ist das Handwerk oder was ist das? Sonnenfinsternis. Ist nicht so schlimm. Ist es Handwerk, oder? Handwerk, ja. Hier wäre es am besten Handwerk, Rakosa. Waldarbeit auf eine 2, Bauen auf eine 2. Handwerk auf eine 1. So, Rakosa, ihr bringt jetzt das Zeug hier rein. Komplette Base offen. I know, aber wir müssen jetzt mal Steine kloppen. So, komm. Rakosa, Kloppsteine. Kloppsteine. Wir bauen dann die Wände zu. Bei Handwerk gibt es keinen Skill. Mhm. Dann wie bei mir. Perfekt. So, was ist hier für eine Quest? Rubinas erzwungenes Wetter. Rubina Nusbär, Gräfin der Fraktion Das Exodusreich, möchte einen kleinen Test mit einer der Flächenangriffswaffen ihres Schiffes durchführen. Wenn sie damit beginnt, wird ein Wettermanipulator dafür sorgen, dass ein nebliger Regen Duisburg für 5,1 Tage heimsucht. Da du ein hiesiger Land... Okay, alles klar. Wollen wir das machen, Chat? Wollen wir das machen? Boah, hier ist ein Großbogen, meisterlich. Klingt schon geil, oder? Was ist denn das hier? Genpaket fragil. Eine kleine Kapsel, die ein Paket mit genetischen Informationen enthält. Um ein Genpaket zu verwenden, muss es in eine Genbank in der Nähe eines Genkombinators gelagert und mit einem implantierbaren Xenokeim kombiniert werden. Wenn dieses Genpaket nicht in einer mit Strom versorgten Genbank gelagert wird, zerfällt es langsam. Gene fragil.
Warum sollte man sich freiwillig das Gen fragil einbauen? Und ich habe auch keine Genbank. Aber warum soll ich... Angenommen, ich hätte eine Genbank. Warum will ich das? Machen wir auf Pasta umstellen. Ja, machen wir gleich. Sekunde. So. Also, ich glaube, wir nehmen den Großbogen, oder? Sklaven, I don't know. Nehmen den Großbogen, wir nehmen das an. Die Pflanzen sollten trotzdem wachsen. Es ist ja nur Regen. So, Kapsel eingetroffen. Da ist unser Preis. Den geben wir Turi. Der ist schon geil, glaube ich. Nein! Carlsen beleidigte respektlos das Aussehen von Mentels Onkel. Das brachte Mentel so sehr in Rage, dass eine Prügelei begann. Mentel diskutierte mit Rakosa über Früchte. Ey, was ist denn mit dem los? Warum boxen Am Ende sich des Tages jemanden zu sehen, der ähnlich überfordert ist wie man selbst den ganzen Tag, ist sehr beruhigend, Bonnie war Herz. Ja, oder? Ist geil, oder nicht? So, was soll die Scheiße? Warum boxen die sich die ganze Zeit, Mann? Der hat einen Holzfuß? Ja. Oh, ist vorbei. Cool. Was? So, was haben wir denn hier? Wir müssen erstmal die Wände jetzt zubauen. Wir haben hier Kalksteinblöcke. Wir gehen hier auf Strukturen, Wand, Kalksteinwand. Bum, bum, bang, boom, bam. Upp, i, so. Okay, das passt. Das sollte schon reichen, glaube ich, ne? So, das Geile ist jetzt, das Windrad hier erzeugt Strom. Den Strom leiten wir weiter in unsere Batterien. Und unsere Batterien werden langsam voll. So, der Nährstoffpastespender muss aber mit Strom an Strom angeschlossen werden. Ah, ist er sogar, geil. Okay, das heißt, wir müssen die Dinger hier, Lager, erlaube frisches Fleisch, vegetarische, tierische Produkte, ja genau. Priorität kritisch. Priorität kritisch. Priorität kritisch. Priorität kritisch. Kritisch. Das heißt, sie werden gefüllt als erstes. Erst was gefüllt wird. So, dann dieses Feuer hier können wir anlassen, aber wir machen, dass er nicht mehr gekocht wird. Und wir setzen unsere Ernährung jetzt um auf Paste. Und zwar bei allen, die bei uns in der Kolonie sind. So, okay. So, dann. Aber wir brauchen Essen. Wo ist denn Essen? Risiko eines Zusammenbruchs. Ja, weil die alle wieder hungern. Hier, die können wir jagen. Jagt sie. Jagt sie. Was macht Mentel da? Was macht er? Was? So. Zusammenbruch. Oh mein Gott, die Base, wir sterben. Wir sind alle zusammengebrochen. Also Wetter war scheiße, okay. Dann hier, Zusammenbruch, schlechte Laune, weil unterernährt. Rakosa auch kacke. Rakosa hier. Scheiße, aber Mentel ist draußen. Der verhungert uns, oder nicht? Aber nur 7,5%, das passt. Okay, wir lassen ihn mal chillen. Wir beobachten ihn mal. Okay. Ich hole mir ganz kurz einen Tee. Ihr beobachtet Mentel, okay? Ganz kurz. Ah! Sind wieder da? Nee! Die Flüchtlinge, die bei dir bleiben wollten, haben sich gegen dich gewandt. Es scheint, dass sie diesen Verrat die ganze Zeit geplant hatten.
Ich kotze. Furi, renn weg. Furi, renn. Okay, Turi, chill. Ist Turi verletzt? Schnitt Kurzbogen. Keine unmittelbare Gefahr. Self-Heal. Handle ich erstmal selbst. Was machen die Schweine? Der hat unsere Batterien angezündet, der Schweinepriester. Um jetzt einen Tee. Fuck, Mann. Ey, das war der schlechteste Zeitpunkt ever, oder nicht? Mäntel rennt draußen verwirrt umher und Turi, oh mein Gott. So, darauf erstmal 9 Freshen Berry Tea. Oh, Mann. Hey, wie soll man das überleben? Die werden ja wahrscheinlich, also die sind in der Base, die fackeln uns die Batterien ab. Die Batterien werden explodieren. Dann ist die Frage, zünden die uns die gesamte Base an oder kommen die irgendwann raus? Wenn die rauskommen, laufen die in unsere Fallen rein oder dodgen die die? Da ist an der Seite noch die Base offen, oder? Scheiße. Wurde noch gar nicht, wurde die schon zugebaut? Ja, aber dass das wirklich, also dass das genau, dass sie ihren Verrat genau dann starten, wenn Mäntel durchdreht, ist einfach das Timing des Verderbens, ey. Turi regelt schon, meint ihr? Weiß nicht. Also Turi könnte schon schaffen gegen 2. So. Okay. Ich komme. Jetzt hatten wir gerade auch den Strom- und Nährstoffpastenspender. Es ging gerade kurz bergauf, aber nur so ganz kurz. Das Problem ist auch, dass Mäntel draußen verhungern könnte, ne? Wenn das zu lange geht. So. Okay. Dach abreißen, um Feuer zu löschen. Ja, aber wie soll ich ein Dach abreißen mit 2 Feinden in der Base? Wie soll denn das funktionieren? Also wie soll das funktionieren? So, wir versorgen uns erstmal selbst, damit Turi nicht verletzt ist. So, jetzt haben die das abgefackelt. Batterie. Rest in Peace. So, wir wurden auf jeden Fall, haben wir uns behandelt. Dann können wir uns hier reinstellen und die mal baiten, dass sie kommen. Dann laufen die zumindest in die Fallen rein. Ey, wenn das hier auch anfängt zu brennen, kommen die oder kommen die nicht? Ja, der kommt, oder? Nee, hä? Wo läuft der lang? Wie viel Grad sind da drin? Nun ist nicht mal warm, weil die Tür auf ist. Scheiße. Warte mal, hier ist ja offen, oder? Der zündet sein eigenes Bett an. Ja. So, wir müssen hier einfach chillen. Das geht nicht anders. Nahrung. Können wir was essen schnell? Nee, ne? Oh Gott. Hauen die jetzt ab? Nee, nicht mein Windrad. Nicht mein Windrad, ihr Dreckschweine. Bitte nicht mein Windrad. Ich hab da 3 Wochen dran gebaut. Bitte nicht mein Windrad. Schieß sie tot. Bringen sie alle um.
Oh mein Gott, Tori, wie schießt du? Das nie. So, komm da jetzt rein zu mir. Komm rein, ja, komm rein. Ja, du Trottel. Rest in peace, du Dreckschwein. So, gehen wir hier raus. Hier hingehen. Die machen wir auf. Wir gehen uns in die Tür rein. Komm, Tori. Mach denn. Wie schnell ist denn der eigentlich? Guter Hit. 19 Stunden. Okay, geil, Tori, geil. Renn weg, renn weg, renn weg. Ja, ja. Verblute. Verblute. Ja, komm doch, komm doch. Komm, Tori, lauf! Daneben. Tori, nee, geh mal hier rein. Daneben. Risiko eines schweren Zusammenbruchs bei Tori, scheiße. Wenn Tori jetzt auch zusammenbricht, dann ist over, glaube ich. Was mit Mantel? Erholt er sich. Wo ist der denn? Darf ich sie looten, während sie bluten? Wo ist der hingelaufen? Die schlafen gerade. Wie ist denn der da reingelaufen? Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wenn die aufwachen, er ist tot. Ey. Das Streamopfer war scheiße, muss man sagen. Ja, 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 genau. Stirb! Ja! Daneben beide. Ja, Tori! Warte mal. Wurde in 6 Stunden. Riskieren wir jetzt einen Shot noch. Daneben. Geil. Komm, der muss ja gleich sterben, oder nicht? 5. Daneben. Okay, Tori, geh einfach hier in Deckung. Der läuft in die nächste Falle rein. Ja! Geil! So! Okay, soweit so gut. Soweit so gut. Soweit so gut. Dann. Das Feuer löschen, bitte. Ja, was geht schneller? Feuer löschen oder Tür oder Dings abbauen? Oder Dach abbauen. Ja, Mäntel können wir erst später retten. Das geht jetzt nicht. Wir müssen ja Feuer. Erstmal Feuer. Oh, wir müssen außen rum oder was? Das hier geht sowieso von selbst aus. Ich will nur meinen Nährstoffwasserspender retten. Essen was. Tori, was zu essen geben, bevor sie flippt. Ja, sollen wir das Dings einfach essen oder was? Hat auch keinen Strom, das Ding. Wir müssten ein rohes Lama essen. Oder kann man das essen? Nee, ne? Ja, löscht das. Die Notfallration. Wo ist hier eine Notfallration, Chat? Wo ist eine Notfallration? Wir können Drogen nehmen. Okay, wir nehmen einmal Drogen. Das ist jetzt die Lösung, damit es uns besser geht. Weil ich glaube, das gibt dem Boost. Kann sie nicht. Wir nehmen keine Drogen. Scheiße. Reis. Wo ist Reis? Ist hier Reis? Der ist nicht ausgewachsen, Chat. Können wir ihn essen? Nee. Können wir das... Wir schlachten das Lama. Wir machen mal die Tür hier auf, damit es schneller geht. Come on, come on, come on, come on, come on. Nee, das geht nicht. Das geht ja nicht. Ist das einfach. Ist es, Tori? Ist es? Ist es? So, okay, Essen ist drin. Jetzt retten wir Mäntel. Wie retten wir den? Wir müssen mit Tori in Kampfmodus, oder? Inhaftieren. Wir brauchen ein Gefängnis. Wir nehmen Mäntels Raum.
Das wird eine Katastrophe, die wachen gleich auf, oder? Warte mal, die greifen ihn gar nicht an. Oh, doch. Boah, der hat ganz schön viel ausgehalten, oder? Tod in 10 Stunden, Blutung 250%. Was machen wir jetzt? Der steht auf! Renn! Oh, Scheiße. Boden 7. Okay, warte. Können wir mit Turi retten? Er blutet Mäntel jetzt. 6 Stunden. Turi klappt gleich zusammen, ne? Oh mein Gott! Boden 4? Boden 6. Haben wir nicht noch gute Medizin hier? Wo war die gute Medizin? Hat die irgendeinen Esel gegessen oder so? Wo ist die gute Medizin? Boden 6. Boden 8. Boden 10. Der verhungert aber auch, oder? Nee. Blutverlust nur extrem, okay. RIP. Boden 19. Keine Gefahr mehr, keine Blutung. Wow. Alter, Turi, insane. Krankheit, Wundinfektion, bei wem? Bei Turi. Rechtes Bein. Der Turi, verarzte dich selbst. So, Wundinfektion wurde behandelt. Behandlungsqualität 7,2%. Ah! Hat Turi jetzt ihr Leben geopfert, um Mäntel zu retten? Amputieren? Mit wem? Seltene Thrombos. Schneid das Bein raus. Ja, mit wem? Wir haben keine Medizin. Ohne Medizin geht es gar nicht. Oh nein, sie soll liegen bleiben, glaube ich, oder? Der ist nochmal komplett behandelt, oder was? Turi, wir brauchen Bettruhe. Wutanfall Turi? Oh, oh. Okay, Wundinfektion ist bei 22%, Immunität bei 18. Mäntel ist noch verletzt. Essen. Ich glaube, wir werden Turi verlieren, wenn wir keine Medizin finden.
Was hat ein Mantle für einen Arzt-Skill, falls er aufwachen könnte? Medizin 1. Kann der überhaupt operieren mit Medizin 1? Gibt's hier Pflanzen? Sind hier Heilpflanzen auf der Map? Sieht jemand Heilpflanzen? Scheiße. Wann wacht Mantle wieder auf? Schmerzen extrem, Bewusstsein 21%. Ich glaube, wir haben, hier gibt es keine Medizin, glaube ich. Ich habe bisher noch keine gesehen. Aber wer sollte das Bein auch operieren? Wer sollte das Bein operieren? Oturi, wann hast du dich abgeregt? Mantle wird verhungern. Ja, was soll ich tun? Was soll ich tun? Mantle kann gerade nichts. Oh, Turi ist wieder da, okay. Turi ist back, Turi ist back. So, wir nehmen jetzt hier, wir füttern jetzt. Wir füttern jetzt Mantle, solange er noch ohnmächtig ist. Und Turi stirbt dann einfach. Verrückt ist verrückt. Keine Ahnung, kommt eh nicht ran, oder? Doch, unsere Base ist ja offen. Unsere Base ist ja komplett offen. Eine Schildkröte. Sterben wir jetzt an einer 1 km/h schnellen Schildkröte? Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt von einer Schildkröte gegessen werden, oder? Ist der langsamste Tod der Welt. So, wie sieht es mit Turi mit Essen aus? Ja, Turi ist halt... Die Wundinfektion wird sie dahin raffen, ne? Wir können nichts machen. Turi ist gone. Wir können sie auch nicht operieren, weil wir keine Medizin haben. Wir können nichts machen. Turi ist weg. Turi schaffen wir nicht mehr. Ist vorbei. Du Tail. Können wir nichts machen. Selber operieren geht auch nicht, ne? Scheiße, sie kommt. Bitte lauf hier rein. Ja, sie nimmt nicht den offenen Weg, sie nimmt den Scheißweg. Geil. Durch die Fallen, sehr gut. Komm rein. Komm rein. Warte mal, vielleicht können wir Turi noch mal einmal füttern, bevor sie stirbt. Wie viel Essen haben wir denn hier? Weil wir wissen nicht, wann Mantle aufwacht, ne? Warum können wir den nicht nochmal füttern? Mantle kann wieder laufen? Kann er? Aber der soll liegen bleiben. Wir können Turi eh nicht retten. Müsste sie noch, wann wird sie nochmal behandelt? Ah, sie müsste jetzt behandelt werden, ne? Ja, aber das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr mit der besten Medizin. Wir haben halt keine Medizin. Was ist mit der Medizin passiert? Wofür haben wir die benutzt? Bein ab geht nur mit Medizin. Liegt, ist hier irgendwo Medizin? Hier wächst, glaube ich, einfach keiner, oder? Matteo, was machst du morgen um 21 Uhr? Morgen haben wir Teekanne-Placement. Da kann ich leider nicht, Lesk. Aber danke, dass du fragst. Ich hätte sonst gern mitgemacht. Sorry. Geht leider nicht. Ja. Ja. Einfach selbst behandeln lassen und aufs Beste hoffen. Ja, können wir machen, aber es geht. Also ja, kann ich machen. Aber ihr werdet sehen. Das ist leider over. Ja! Die Wundinfektion ist bei 63. Das ist das Bein, aber er ist. Ja. Greift Turi an und hoffe, dass das Bein abreißt. Ist das die Strategie? Ara. Also. Fuck, Lesk ist sauer. Scheiße. Warum ist Lesk sauer?
So, können wir nochmal hier füttern? Warum können wir nicht füttern eigentlich? Keine Nahrung, doch hier. Warum können wir da nicht... Vorhin ging noch füttern, oder nicht? Ah, weil falsche Essen eingestellt ist. Vorhin war er noch ohnmächtig. Nee, hä? Leg Turi ins Bett, könnte ganz knapp noch gehen. Meint ihr, das geht? Nein, das Bett ist kaputt von Turi. Wir haben kein Bett, dann muss er aufstehen. Dann steh du auf. Turi ab ins Bett. Never. Aber die Behandlungsqualität ist 33%, ne? Besuchergruppe? Vielleicht haben die Medizin! Oh, vielleicht haben die Medizin, dann können wir operieren. Mantel selber was essen. Stimmt, der könnte selber was essen. Nee, wir sind die ganze Zeit knapp 10 dahinter. Das wird nichts mehr. Ey, was macht denn der da? Okay. Lohnt sich auch gar nicht mehr, sie zu füttern. So, Besuchergruppe ist da. Wer ist von denen der Dings? Handeln. Handeln. Come on, come on, come on. Ja, 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 ist egal. Die haben Medizin. Okay, können wir damit operieren? Könnten wir damit operieren? Könnten wir damit operieren? Können wir damit operieren? Eine. Kauf mal alle. Alle, die gehen. Akzeptieren. So, Medizin ist hier. Medizin ist hier. So, jetzt hier. Operation. Aufgabe hinzufügen. Welches Bein ist es? Rechtes Bein. Aufgabe hinzufügen. Teil amputieren. Hier. Teil amputieren. Rechtes Bein. Das hier ist es, oder? Einfach ab das Ding, oder? Kann Mantel das überhaupt? Der hat doch überhaupt keinen Arzt-Skill. Da. Priorisiere Operation an Turi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn das jetzt klappt, ich piss mir in die Hose, ne? Da darf jetzt aber auch nicht zusammenklappen, ne? Okay. Müsst jetzt alle gemeinsam beten, dass Mantel mit null Medizinskill diese Operation schafft. Bitte. Für Turi. Turi hat uns gerettet. Come on. Turi machte sich lustig über Mantels Frisur. Okay, wir operieren doch nicht. Operation abgesagt. Nein, tut mir leid. Da kam gerade Blinddarm rein. Der hat höhere Prio. Wir können Turi jetzt doch nicht operieren. Nein. Okay, okay, wir ziehen es doch durch, okay? Wir ziehen es doch durch. Die Geräusche. Wie lange dauert das? Die Immunität holt nicht auf. Ja, aber nur ganz langsam. Wir sind gerade bei einem Viertel oder so. Ey, wenn Mantel zusammenklappt währenddessen. Obwohl, die Stimmung ist geil. Stimmung bei Mantel ist top.
Wir haben fast die Hälfte der OP. Das dauert so lange wie eine In-Real-Life-OP. Stirbt man bei Immunität 100? Nee, man stirbt bei Wundinfektion 100. Also Immunität, wenn das 100 ist, dann sind wir über dem Berg. Aber was zuerst 100 ist, gewinnt. Wenn oben Wundinfektion 100 erreicht, ist sie tot. Wette. Hier kurz eine Wette. Überlebt Turi diese Operation? Also, überlebt Turi, ist einfach nur die Frage. So. Fuck, zu viel Stress. So, wird weiter operiert. Also angenommen, die Operation geht durch und die scheitert, dann müsste sie sterben, außer das Bein wird trotzdem abgemacht und sie blutet dann noch. Dann muss sie nochmal operiert werden, glaube ich, oder? Einen zweiten Versuch gibt es nicht, nee. Zeitlich geht es auch gar nicht. Aber hier liegt nochmal einmal Medizin. Wir könnten also nochmal einmal heilen oder sowas. Das Gute ist, es ist gute Medizin. Das heißt, auch obwohl der Arzt-Skill von Mental komplett im Arsch ist, wir haben ja Medizin auf 1. Die Medizin brauchst du dann, um ein Holzbein zu implantieren. Das machen wir später alles, ja. Mental genießt die Behandlung wohl sehr. Naja, nach dem Spruch über die Frisur, kein Wunder, oder? So, komm. Operation an Turi gescheitert. Mental hat bei der Operation an Turi Körperteil entfernen katastrophal versagt. Was habe ich auch erwartet. So, was machen wir jetzt? Nochmal. Aber sie blutet gerade, ne? Sie stirbt in 5 Stunden. Sollen wir erst behandeln, dann operieren? Ne, wir machen erst... Scheiße. Nicht mit guter Medizin behandeln. Ja, wir dürfen sie nicht mit guter Medizin behandeln. Oder wollen wir direkt operieren? Dauert die OP länger als 5 Stunden? Okay, warte mal, erstmal priorisieren, behandeln. Nein. Ah, mach da. Nein, ohne Medizin. Hä, bin ich dumm? Hätte es auch ausgestellt. Ah, ich bin auf Mental, lol. So. Diese Tür soll offen bleiben, bitte. Wo ist eigentlich die Schildkröte? Die Wundinfektion ist doch eh schnell eher durch. Die ist bei 91, ja, wahrscheinlich schon. Kannst du sie nicht angreifen, weil das Bein nur noch 2 HP hat? Ja, aber das Bein fällt doch nicht ab, wenn ich auf sie draufschlage, oder doch? Wäre es nicht besser gewesen, Turi sofort mit der Medizin zu behandeln? Nein. Weil wenn die Wundinfektion 100% hat, stirbt sie 100%ig. Erhöht Behandlung der Wundinfektion die Immunität. Ja, aber nicht so stark. Der Unterschied ist zu groß. Das sind... Bei 97% Wundinfektion kannst du sie angreifen. Das heißt, wir hauen ihr jetzt auf die Schnauze oder was? Versuchen und hoffen, dass das Bein abfällt.
Nee, 8 schaffst du vielleicht, wenn es bei 20 ist oder so. Genau, ja, genau, das sehe ich genauso. So, wir peppeln sie jetzt erst so ein bisschen auf, damit der Rest vom Körper ganz ist. Wenn wir dann draufschlagen, hoffen wir, dass nur das Bein abfällt. So, erstmal die Blutung stoppen. So, und dann kloppen wir drauf. Sollen wir mit einem Knüppel draufhauen oder mit der Faust? Boah, dauert das lange, ey. Messer? Messer eventuell. Haben wir ein Messer hier? Da ist ein Messer. Schlechtes Messer. Erst ausziehen, nee. Schrotflinte. Nee, wir müssen, glaube ich, boxen oder so. Ich glaube, Boxen ist am besten, oder nicht? So, Immunität holt auf. Ich weiß, dass die Immunität aufholt, aber es reicht nicht. Das geht nicht. Es holt, das schafft es nicht bis 100. So. Journalisten hungern. Wir sind bei 96. Wir fangen jetzt an drauf zu hauen, okay? Weil für eine OP reicht die Zeit nicht mehr. Ich denke auch, dass draufhauen Insta-Rip ist, aber gut. Ja, was ist jetzt hier? Draufhauen ist die letzte Möglichkeit, wie es gehen könnte. Operation hat null Chance, weil die Zeit nicht reicht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir versuchen es mit. Ohne Messer, weil ein Messer macht seine Blutung, glaube ich, oder so. Wir gehen Kampfmodus, wir boxen jetzt drauf. Das Bein ab. Nein, Bein ist noch dran. Bein ab. Nein. Bein ist noch dran. Wir haben es wirklich abgeschlagen! Hä? Wir haben... Es ist abgeschlagen! Hä, was? Wir haben das Bein abgeschlagen. What is happening hier? Was passiert hier? Wir haben das Bein abgeboxt. Okay, also warte mal. Also Mendel operiert, das funktioniert nicht. Dann boxt er und es funktioniert. Okay, er ist einfach begnadeter Boxer. Okay, so warte. 3 Stunden. Jetzt müssen wir sie retten, aber. Okay, behandeln wir jetzt einfach so aus dem Kampfmodus raus. Behandeln wir jetzt direkt oder holen wir die Medizin? Ich glaube, wir müssen sofort behandeln. Warte. Erfolgt bereits, okay. Behandeln, please. Come on. Mit Medizin, nee, erstmal ohne. Das war, glaube ich, die beste OP in der Geschichte der Medizin. Weltweit, seit es Menschen gibt, oder? Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also das... So. Okay, gut, das ist weg. Tod in 13 Stunden, das sieht gut aus. Wenn Mantle jetzt nicht ohnmächtig wird... Oh, der muss was essen. Scheiße. Wie viele Stunden hat sie noch? 13. Wir könnten überlegen, ob wir kurz was essen. Die Medizin unbedingt aufheben, falls erneute Wundinfektion kommt. Ja. Glaube ich auch. So, wenn das hier jetzt versorgt wurde, würde ich gerne zwischendurch was essen, glaube ich. Essen und Medizin holen. Ja. Wir sollten danach, jetzt... Also wenn das hier jetzt versorgt wurde, keine unmittelbare Gefahr. Wollen wir jetzt kurz was essen? Weil sonst kippt uns Mantel um. Okay. Essen Sie bitte. Quinn DH, danke dir. Quint, danke schön. Für 5 verschenkte Subs. Oh Gott.
Okay. Wir legen uns schlafen. Von mir aus. Wir sollten Turi, bevor wir schlafen, aber nochmal ganz, ganz behandeln, glaube ich, oder? Damit sie nicht verblutet oder so im Schlaf. Und wir sollten eigentlich das Blut wegmachen, damit sie nicht noch eine Infektion bekommt. Wie das angefangen hat auch. Mäntel liegt einfach durchgedreht neben den Insekten, während Turi gegen zwei Dudes kämpft in der Base. Die fackeln alles ab. Dann kommt Mäntel wieder zu Verstand, läuft in die Insekten rein. Die essen den. Er wird ohnmächtig. Turi will ihn holen. Mäntel steht wieder auf. Insekten beißen ihn nochmal. Turi sneakt ran, klaut Mäntel und bringt ihn in die Base. Während des Ganzen kriegt Turi eine Vergiftung. Turi rettet Mäntel. Mäntel wird aus der Ohnmacht, wird er wach, fängt an, Turi zu operieren, scheitert an der Operation von Turi und dann in der letzten Sekunde schlägt, boxt er sie so lange, bis ihr Bein abfällt. Das könnte man Netflix verfilmen. Wird halt nur keiner glauben, aber... Also Turi, bitte füttern. Now I'm a believer. Ich bin auch ein Believer jetzt. Wir müssen Turi füttern gleich. Lass mal gerade das hier nochmal einmal durchziehen, damit das hier... Damit sie komplett einmal repariert ist. Oh Gott. Okay, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wette, Wette. Wie habe ich die Wette am Ende formuliert? Wie war das? Kann jemand klippen? Wie habe ich die Wette am Ende formuliert? Habe ich gesagt, überlebt Turi? Oder wie habe ich es formuliert? Nein, Wette war, überlebt Turi. Ja. Ging uns überleben. Am Ende habe ich nämlich nochmal korrigiert. Habe gesagt, okay, die Wette ist. Ja. Genau, letzte war nämlich, überlebt Turi. Ja, ja, genau. Okay. So. Ja, noch ist sie nicht komplett geheilt. Das stimmt schon. Wir müssen sie jetzt noch einmal füttern. Wir müssen das Blut wegmachen, ey. Ich bringe aber erstmal Essen danach. Ja. Oh nein! Nein! Oh nein, wir müssen Turi mit dem Typ füttern, den sie umgebracht hat. Ist halt so. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett, Leute. Das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Nach all dem, was passiert ist, macht es jetzt keinen Unterschied mehr. Ist jetzt halt so. Da wird jetzt einfach ein bisschen... Ich meine, der hat es auch verdient, der Typ. Der hat es verdient. So, komm. Wie viele müssen wir hier noch operieren? Was ist hier los? Yam, yam, yam. Lecker, lecker. Moment, legt daneben schlafen. Ich glaube, RimWorld ist das krankeste Spiel der Welt. Eiche wegbringen. Nee, das ist ja Mitternachtssnack. Vielleicht will Turi den ja noch snacken, wenn sie nachts aufwacht und Hunger hat. So. Okay. Du bist der krankeste RimWorld. Ich habe nichts damit zu tun, ich beobachte nur. Das ist wie eine BBC-Tierdoku. Ich gucke nur drauf mit euch. Kommentiere ein bisschen. Ich habe nichts damit zu tun, was da passiert. Wir sind alle Beobachter. Du musst die Geschichte besser ausschmücken, Matteo. Aufgrund deiner gottgleichen Martial-Arts-Künste konntest du Turi Bein mit einem mächtigen Handkantenschlag abtrennen. Ja, so war's. Später, wenn die Geschichte erzählt wird, wird's so laufen. So, Mäntel erholt sich gerade. Ja, der sieht aber relativ stabil aus von der Stimmung. Wir müssen dann auch noch was essen. Ist aber auch schlecht, wenn wir denen essen, oder? Ja, wir müssen... Okay, wir müssen ihn wegbringen dann. So, wegtragen. Dann. Zwischendrin ist aber der Reis hier auch gewachsen. Das heißt, wir können dann hier was ernten. Den hier bringen wir rein. Die ganze Base ist im Arsch, ne? Die gesamte Base ist komplett im Arsch. Wir müssen Turi dann auch noch ein Holzbein geben. Aber dann haben wir wieder das Geile, dass wir Turi hören, wenn sie angelaufen kommt. Das heißt, sie kann sich nie wieder anschleichen.
und sich über unsere Frisur lustig machen, das ist gut. Ein paar Tiere schlachten, solange die Katharsis noch da ist. Stimmt. Ja, wir haben echt viele Tiere, ne? Sollen wir mal eine Kuh schlachten? Ja, der echte Spezies ist noch schwanger. Ja, Alpaka. Ja. Medizin reinholen. Ja, das dauert, bis sie vergammelt. Ich wurde eh reingelegt. Ja. Turi kann sogar wieder laufen. Nice. Könnte Turi sich selbst operieren mit dem Holzbein? Nee, oder? So, Leiche wird weggebracht. Grandios. So, Bogen wird hier reingebracht. Super. Dann bauen wir... Ah, hier wird Mais einfach so ab, Reis einfach so abgebaut. Wie viel bräuchten wir, um das jetzt zu reparieren? Ach, das Windrad ist ja weg und die Batterien sind kaputt. Scheiße, Mann. Ey, wir brauchen wieder eine provisorische Lagerfeuerstelle. Wir wurden wieder zurückgeworfen ein wenig. Aber wir brauchen wieder ein Lagerfeuer. Wer macht Karibikurlaub? Wir bauen das mal hier hin. Boah. So. Baut Gebiet an. So, bau das hier mal. Back to the Stone Age, ja, so ein bisschen. So, Turi kann ja wieder laufen, ne? Wollen wir mal Turi kochen lassen? Weil sie war ja echt gut da drin. Wir machen aber einzelne Mahlzeiten. Wiederhole, bis du X hast. Und wir gehen mal auf 4, okay? So, Turi. Ah, wir brauchen Nahrung. Hier wird erstmal repariert. Eigentlich müsste ich hier auch putzen, ne? Damit hier nochmal eine Infektion hier losgeht. So, wir brauchen eigentlich auch ein Bett. So, das bauen wir hier hin. Dann vielleicht hier noch eine Tür. So, schläft hier. Was ist mit dem Mais? 73%. Warum wurde eigentlich das Tier nicht geschlachtet? Machen wir mal jetzt. Solange die Katharsis noch anhält, müssen wir das ausnutzen. Nein! Oh mein Gott, nicht rohe Kuh. Turi und Mäntel quatschten über salziges Essen, während sie eine noch halblebende Kuh aßen. Ah ja. Quest verfügbar. Bewirtung für eine Freundin. Buffy Summers, Ratsvorsitzende der Fraktion Stan-Koalition, bittet dich um einen Gefallen. Ihre Freundin Emily Guest ist interessiert daran, etwas über andere Kulturen zu lernen. Ja, stell dich mal vor, Emily kommt zu uns zu Besuch und guckt, wie wir leben. Dann kommt die in die Situation so rein. Edo gratuliert dir zu deiner erfolgreichen Rettung von Turi. Vielen Dank, Edo. Braucht eine Meisterleistung, ja. So, naja, jedenfalls will sie über andere Kulturen was lernen und sie möchte, dass du sie 22 Tage lang in Duisburg als Gast bei dir aufnimmst. Guest verweigert jegliche Arbeit. Piss dich. So, okay. Dann essen wir ein bisschen Fleisch. Dann sollten wir hier, glaube ich, anfangen zu kochen, oder? Hier ist jetzt schon genug. Können wir das da rausnehmen oder bleibt es da drin? Ja, das können wir kochen, okay. So, okay, eine Mahlzeit haben wir, die liegt jetzt hier. Wir bräuchten einen Tisch, an dem die essen können. Strukturen, nein, Möbel. So ein kleiner Tisch, einfach hier so dran. Wer macht Karibikurlaub? Oh. Ja, das sieht aber schon wieder fast gut aus. Nein! Quinn! Hier, Quincy! Xanjin ist es! Tod in 11 Stunden. Okay, wir gucken uns den an. Junger Spion, Abtrünniger, Merkmale Nachteule, verweigert Kunst. Doppelflamme Medizin, 5. Fernkampf, 10 Doppelflamme. Wow. Den brauchen wir sehr dringend.
So, das heißt, wir bringen den erstmal. In welches Zimmer bringen wir den? Wir haben gar keine Zimmer, ne? Machen den mal hier mit rein. Der kann erstmal putzen, ja. Wir müssen ihn erstmal über den Berg bringen, damit er überlebt. Der kann Turi das Bein dann anbauen. Genau, 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 genau. Das wird's. Wir retten ihn. Dann schließt er sich uns hoffentlich an. Erstmal überlebt er hoffentlich. Ja. Aber hier wird auch... So, ach du Scheiße. Okay. So, der wird aufgepäppelt. Und dann kann er Turi operieren für das Holzbein. Das wäre grandios. So, Turi wird auch gefüttert. Sehr, sehr gut. Wer ist abgelaufen? Das ist auch egal. Okay. So, wir sitzen hier aus. Der Fallengang steht eigentlich. Das ist ganz gut. Der Tisch hier müsste gebaut werden. Mäntel muss erstmal chillen. Wir müssen seine Grundstimmung... Scheiße. Okay, wir müssen das Aas ohne Tisch und sowas. Das müssen wir alles fixen. Warum schläft er denn hier? Okay, wir lassen ihn einfach mal so schlafen. Mach sein Bett. Nee, wir lassen ihn erstmal einfach so schlafen jetzt ganz kurz. Der ist nämlich gerade völlig entspannt. Der ist super entspannt. Die Base mit Holz schließen. Stimmt, wir sollten hier die Base zumachen. Ihr habt absolut recht. Ihr habt absolut... Obwohl, wir können sogar Schiefersteine nehmen. So, Wand aus Schiefer. Wir bauen einfach hier einen Dot hin. Das reicht, damit die zu ist. Hab ich ersetzt? Ersetzt? I don't know. Wenn er aufwacht, soll er das bauen. Okay, nice. Okay, Base ist zu. Jetzt bau das Bett bitte. So, Bett ist frei. Das geben wir im Mäntel. So, da hat er schon mal hier was zu schlafen. Wir müssen dann die Base putzen. Die vergammelt noch draußen, die Medizin. Ja, die holen wir gleich rein. Ich mach mal hier einen Befehl rein. So, okay. Was mit Turi? Wann kann Turi wieder laufen? Ich meine, geht's ja schon wieder gut, oder nicht? Schmerzen stark, aber ja. Nicht so nice. Aber lass mal ihre Bettruhe nicht auf 1 setzen. Und Bettruhe 2, ja. Genau, so. Kann sie jetzt hier wieder ein bisschen kochen, das ist sehr gut. Wettermanipulator beeinflusst das Wetter nicht mehr. Grandios. Geil. So, Mäntel macht hier sauber. Das hier bringen wir weg. Das hier können wir auch reinbringen. Das wird weggebracht. Mahlzeiten werden gekocht. Der Typ hier wird gefüttert. Xanjin, let's go. Ich kann bei dem Spiel das Bild nicht an die Bildschirmgröße anpassen. Kannst du helfen? Das Bild an die Bildschirmgröße? Versuch mal Alt-Enter oder sowas. Oder versuch in den Settings, irgendwie Video-Settings, auf Vollbild zu gehen oder so. Stühle für den Tisch, ja. Das ist eine gute Idee. So. Also die Tür hier können wir auch wieder zumachen. Wir müssen mal putzen auf jeden Fall. Wo ist ein Mäntel? Der erntet Reis. Oh, Mäntel holt Reis. Grandios. Das ist wirklich wichtig, dass wir jetzt Essen haben. Die Tiere müssen da raus. So. Okay. Alright. So, wenn wir hier Strom hätten, ne? Oh, haben wir genug Bauteile und haben wir genug Bauteile? Bauteile haben wir nur noch eins. Ja, nee, es geht leider nicht. Nee, wir müssen erstmal so rauskommen. Okay, aber die Situation ist jetzt wieder stabil. Ich werde diese Folge jetzt beenden. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Das war jetzt genug Stress für jetzt. Das war eine wilde Folge. Eieiei. Das war eine sehr, sehr wilde Folge. Okay, wir speichern jetzt hier. Speichern. So, das war Folge 3. Ich schreibe mal dahinter, was alles passiert ist. Turi, Bein, abgeboxt. So, damit ich beim nächsten Mal weiß, was hier passiert ist. Okay, nice. Oh!
Also, das ist schon teilweise lächerlich, was das für eine Aktion war. Okay, gut. Oh, ich muss jetzt erstmal runterkommen, ey.